ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Novemberfit in 25 Minuten. Wir wollen heute die Arme trainieren, das heißt den Bizeps, den Trizeps und aber auch den Unterarm. Mach einfach so mit, wie du dich wohlfühlst, wie es für dich okay ist. Wenn du mal dir denkst, es wird dir zu viel, lieber mal auslockern und dann wieder in die Übung einsteigen. Du sollst dich natürlich wohlfühlen während dem Workout. Richte dich auf, Brustbein anheben, wir machen uns etwas warm, stell deine Füße hüftschmal auf, lass die Knie etwas durchlässig und dann beginnst du mit ganz lockeren Schulterkreisen, rechts und links im Wechsel. Nimm deine Knie ganz leicht mit in die Bewegung, lass den Atem fließen. Werde etwas größer, nimm deine Ellbogen nach hinten, auch hier immer noch locker. Schultergürtel, Schultergelenke. Und noch locker mitgehen. Und dann lässt du deine Arme jetzt mal schwingen, rechts und links im Wechsel. Mach mal weiter, ich komme so ein bisschen seitlich zu dir. Einfach hin und her, dreh deinen Oberkörper etwas mit. Brustwirbelsäule. Langsam kleiner werden, zur Mitte einpendeln und am Platz gehen. Von der Fußspitze auf die Ferse abrollen. Arme gehen zuerst locker mit. Dann rollst du deine Füße am Platz ab, von der Fußspitze auf die Ferse, ganz leise, genau, und bleibst gleich in der Bewegung und wir starten mit den Unterarmen. Dazu nimmst du deine Arme hier nach außen und schließt und öffnest jetzt deine Hände. Du kannst auch am Platz gehen, wie es für dich okay ist. Wichtig ist, dass dein Nacken entspannt bleibt, deine Schultern locker. Und werde ruhig mal schneller in der Bewegung. Auf und zu. Nimm die Arme höher. Ganz leicht vor deinen Kopf. Und nochmal wieder tief. Nochmal höher. Geht noch. Und wieder tief. Oder du gehst. Nochmal höher, soll dir nur warm werden. Und wieder tiefer. Gleich nochmal. Hoch. Und ein letztes Mal nach oben. Und wieder tiefer. Okay. Und auslockern. Unterarme auslockern, leichte Grätsche einnehmen, locker dich so richtig aus, bleib mit geradem Rücken stehen und jetzt nimmst du eine Hand ans Handgelenk von der anderen, Ellbogen fixieren, Faustballen und dann drückst du gegen den Widerstand der Hand den Bizeps nach oben, also den Unterarm nach oben nochmal hoch, drück dagegen, gegen den Widerstand ankämpfen. Geht noch. Noch fünfmal, so richtig fest. Fünf, vier, drei, zwei. Kraftvoll noch einmal und lösen. Auslockern. Andere Seite. Faustballen festhalten, Ellbogen fixieren und los geht's.
kraftvoll nach oben. Geh noch fünf, probier's. Fünf, eine Seite ist immer so ein bisschen leichter, oder? Vier, drei, zwei, einen und lösen. Auslockern. Eine Runde noch. Andere Seite, die ist ja wieder gut entspannt. Faustballen. Und los geht's, kraftvoll nach oben. Geht noch. Nur noch fünf Stück, fünf, vier, drei, zwei, einen und letzter Wechsel, auslockern, Ellbogen fixieren und los geht's. Noch fünf, fünf, vier, drei, zwei, einen und locker lassen. Auslockern. Eins weiter. Wir gehen jetzt nach unten. Und zwar kommst du zuerst mal auf deine Knie. Dann stützt du deine Hände unter deine Schultern, nimmst dein Brustbein in Richtung Decke, holst den Bauchnabel nach innen oben und jetzt kannst du beide Beine strecken. Wenn du es dir vereinfachen möchtest, lass deine Knie am Boden, okay? Und jetzt tippst du einmal mit deiner linken Hand zur rechten Schulter und rechte Hand zur linken und wechseln. Immer im Wechsel, nochmal, Stützkraft. Geh noch ein paar. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und kurz auslockern, Handgelenke lösen. Super. Dann bleibst du gleich da, Hände, Hüft- oder Schulter schmal geöffnet. Setz dich nach hinten Richtung Ferse und jetzt schiebst du deinen Oberkörper vor, kommst mit dem Brustbein Richtung Boden, drückst dich hoch und kommst zurück. Nacken entspannen, vor. Schau mal, dass dein Brustbein und dein Becken ungefähr auf einer Höhe sind. Du kannst natürlich auch auf die Fußspitzen gehen und deine Knie durchstrecken. Tief ein, aus, hoch. Ein,
Ausatmen. Ellbogen küssen deine Taille, wirklich mit den Ellbogen ganz körpernah bleiben. Körpermitte anspannen. Trizeps spüren. Letzten Male noch. Noch vier. Ausatmen. Drei. Zwei. Und einmal noch. Und hinsetzen. Locker lassen. Sehr gut. Eins weiter gleich. Und zwar bleibst du gemütlich auf der Seite liegen. Beine sind voreinander, so wie es für dich angenehm ist eigentlich. Die Hand, die auf der Seite von den Beinen ist, die stützt du gleich auf den Boden auf. Drehst ein bisschen nach innen deine Fingerspitzen, hast du. Und die andere Hand, die umarmt dich entweder oder du kannst sie hier unten durchstrecken, wie du möchtest. Jetzt kommst du mit der Schulter tief und drückst dich hoch. Das ist nochmal der Trizeps. Zweite Runde. Ausatmen, hoch. Noch fünf, fünf, vier, drei, zwei, einen lockern, wechseln. Andere Seite, wieder die Unterschenkel locker voreinander. Die Hand stützt leicht nach innen. Nimm die andere Hand, die umarmt und komm tief und hoch. Geht noch, nur noch fünfmal. Noch fünf, vier, drei, zwei, einen, hochdrücken, locker lassen, Arme auslockern. Und dann setze dich so auf, dass deine Fingerspitzen zum Körper zeigen. Lass ruhig noch ein bisschen Pause deinen Armen. Und dann stützt du deine Fingerspitzen in Richtung Körper. Holst dich hier nach oben, ungefähr schulterschmal. Jetzt kannst du dein Gesäß sitzen lassen am Boden und deine Arme beugen und strecken. Oder vielleicht kannst du dein Gesäß nochmal anheben. Und beugen, strecken. Geht noch. Noch acht, geht auch so, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen,
aufsetzen, auslockern. Jetzt lass dir Zeit, komm über die Seite nach oben. Locker ruhig aus. Komm zum Stehen, egal wie. Arme lockern, bleib noch in Bewegung. Und roll noch einmal deine Füße ab, von der Fußspitze auf die Ferse. Schultern nach hinten unten ziehen. Nimm die Arme jetzt hier nach oben mit den Handflächen in Richtung Decke. Richtig fest anspannen die Hände und kraftvoll beugen und strecken. Letzte Runde. Bizeps. Genau. Richtig mit Kraft. Nacken entspannt halten. Und ein bisschen schneller. Jetzt. Genau. Letzten 4, 3, 2, 1, gehen, kurz locker lassen, Nacken entspannen. Und dann nochmal beide Hände zur Seite, jetzt zeigen die Handflächen nach oben und du machst ganz kleine wippende Bewegung nach oben. Bleibe ruhig stehen und werde etwas schneller. Knie etwas beugen. Sind auch die Schultern nochmal dabei. Letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, halten, Oberkörper etwas nach vorne, kleinen Finger zueinander, ganz kleine. Spannung im Bauch. Morgen stretchen wir ausgiebig, also kannst schon was spüren, auch jetzt in den Armen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, halten, nochmal aufrichten, nochmal hoch. Gefühlte 10 Kilo so ein Arm. Mindestens. Noch 4, 3, 2, halte, nach hinten, Daumen nach innen drehen und jetzt ganz kleine Bewegung zur Decke. Daumen zueinander, Schultern sind trotzdem hinten unten und ganz kleine nach hinten oben. So, das ist der Endspurt. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lösen, auslockern, auspendeln, schwere Arme, schüttel dich wirklich so richtig aus, nimm den rechten Arm, ich zeig's dir mal von hinten, zwischen deine Schulterblätter und mit der linken Hand ziehst du den Arm tief, dann spürst du den Trizeps, den Winkelarm. Du
Verstärk die Dehnung noch ein bisschen, indem du dein Bein hinten kreuzt und dich weit nach links rüber ziehst. Löse wieder auf, auslockern. Andere Seite zwischen die Schulterblätter mit rechts tief, schwer der Arm. Verstärke nochmal, indem du hinten kreuzt und dich zur Seite neigst. Lass los, auslockern. Vorne, also rechte Hand über die linke Schulter. Zieh zurück, lass die rechte ganz locker und entspannt. Das Ganze auch mit der anderen Seite auf die Schulter zurückziehen, die Schulter auch etwas dehnen. Lösen. Daumen nach innen, Arme hochziehen, Schultern wieder nach hinten unten, Brustmuskeln öffnen, den Bizeps aufdehnen. Mal ruhig die Hände fassen, noch ein Stück höher ziehen. Lockern. Einmal Unterarm, sodass du die Handfläche zu mir zeigen hast und jetzt bieg deine Handfläche nach hinten. Ganz wichtig, die Beweglichkeit im Handgelenk für alle Stützübungen. Wenn du jetzt merkst, dass du da sehr unbeweglich bist, dann weißt du, was du vielleicht öfters machen könntest. Mal lösen, andere Seite. Das ist ganz angenehm, oder? Versuch den Ellbogen zu strecken. Wieder lösen und jetzt nimmst du deine Handfläche, also den Handrücken nach vorne und wiegst auch nochmal hier nach unten um. Ganz auch mit der Seite, hier nach hinten. Vergisst man oft die Beweglichkeit der Handgelenke. Und dann löse wieder auf, lass locker. So mal fassen, so ein bisschen eine Acht zeichnen. Mach das mal öfters am Tag. Lass locker, Schultern los. Die Schultern jetzt fallen lassen und den Kopf nach links, dass du den Nacken spürst. Der ist oft dabei, wenn wir Arme kräftigen und die Kraft uns so ein bisschen ausgeht, dann versuchen wir da mit dem Nacken noch mehr mitzuhelfen. Jetzt tust du, als wolltest du unter der Achsel hindurchsehen, leicht reindrehen. Lass den Kopf nach vorne zur anderen Schulter. Zieh mit der linken, lass die rechte ganz locker. Und dann tust du so, als wolltest du unter der Achsel hindurchsehen, leicht eindrehen.
und nach vorne. Aufrichten. Lockern. Einatmen. Schwer. Aus. Einatmen noch. Öffne die Arme, zieh die Ellbogen zurück, stolz und aufrecht. Entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gut. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und ich hoffe, deine Arme sind jetzt etwas schwer geworden zum Schluss. Dann ist gut. Wenn du möchtest, sei natürlich morgen wieder dabei, wenn wir stretchen. Du kannst auch diese ganze Playlist da oben ansehen, bei dem Infopunkt oder da oben Videos, die dir auch gefallen könnten. Lade noch jemanden ein, mitzumachen, wenn du jemanden kennst, der sich auch bewegen möchte. Oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Eins noch, wenn du Lust hast, könntest du meine Arbeit wertschätzen. Der Link ist unter dem Video mit Steady für 2,50 Euro im Monat oder 5 Euro oder 10 Euro, was du willst. Könntest du mich unterstützen. Vielen Dank. Also, entweder bis zum nächsten Workout oder vielleicht sogar bis morgen.